Herzlich willkommen, liebe Freunde. Wir sind hier im Verlies von Coldridge. In der letzten Folge wurden wir hierher eingesperrt, weil wir ein Pseudo-Attentäter sind und dementsprechend die Kaiserin von einem unbekannten Attentäter umgebracht wurde. Und nun sollen wir einen Weg rausfinden. Doch wie wird das alles hier passieren? Corvus Zellenschlüssel erforderlich. Oh, wir haben hier sogar Brot, glücklicherweise. Brief eines Freundes. Anonyme Nachricht. Corvo, wer wir sind, spielt keine Rolle, aber seien Sie gewiss. Wir glauben an Sie. Hier ist der Schlüssel zu Ihrer Zelle. Wenn Sie aus der Zelle treten, begeben Sie sich zum Verhörraum. Nehmen Sie den Sprengsatz dort und legen Sie ihn an die Eingangstür. Wenn die Bombe hochgeht, rennen Sie zum Fluss und verschwinden Sie in der Kanalisation. Dort werden Sie einige nützliche Dinge finden. Einer der Gefängniswärter wird eine Waffe direkt vor Ihrer Zelle platzieren. Und nun viel Glück. Wir brauchen Sie gesund und munter für das, was auf uns zukommt. Ein Freund. Eine anonyme Nachricht hier. IP-Adresse verschlüsselt, ne? Würde ich mal behaupten. Gut, hier ist gleich ein Schlüssel, wer das auch war. Ich glaube, jemand will uns befreien. Sesam, öffne dich. Finde den Sprengsatz und nimm meine Waffe. Gut, das ist schon mal sehr praktisch. Erstmal natürlich hier sneaky schauen, ob wir hier vorbeigehen können. Hier ist gleich unsere erste Waffe, die wir uns hier aneignen können. Schwert der Stadtwache. Sehr schön. 10er-Münze. Oh, Backe. Das fängt ja hier schon mal gut an. Hier brauche ich natürlich einen Zellentrackschlüssel. Was ist denn hier los? Coldridge. Warum kommen so viele Leute zu der Hinrichtung morgen? Ich gehöre nicht hin. Jetzt sterbe ich als Unschuldiger. Er hat die Kaiserin getötet und ihre Tochter Emily entführt. Echtes Ereignis. Gegner eliminieren und nicht tödlich überwältigen. Mit dem Schwert in der Hand kannst du einen ahnungslosen Gegner ausschalten, indem du Linkstaste drückst oder du schleichst dich von hinten an und hältst SRG links gedrückt, um ihn zu überwältigen, ohne ihn zu töten. Gut, das können wir mal gleich gerne machen. Genau, ein gesellschaftliches Ereignis für die Reichen und Schönen. Seht alle her, wie der edle kaiserliche Schutzherr seinen Kopf verliert. Hm. Sind nicht besser als wir, wetten auf Hundekämpfe. Sag Slacklaw Bescheid, er holt mich heraus. Wartungsteams dürfen den Einzelhaftzellenblock nicht betreten, es sei denn, sie werden von einem Wachoffizier begleitet. Sag mir, wenn du wieder um die Hunde spielen willst. Sowas muss ich mir von dir nicht anhören. Eine Woche im Voraus. Na, kommt der Halodri da hinten? Oder soll ich mich hier mal ein bisschen weiter umschauen hier? Fußgängerbrückenzugang, 32 Meter, da muss ich wohl scheinbar hin. Bring eine Wache für mich um, ja? Brenn dieses Loch nieder. Und Ratten gibt's hier auch scheinbar, wie wir wissen. Bist frei, viel Glück und mach ein paar platt. Jo, ich glaube, mein erstes Opfer kommt gleich. Auf Wiedersehen. Gut, den können wir hier gleich nehmen. Und schmeißen hier gleich ihn in die Ecke. Tada. Shit. Die morgige Hinrichtung darf nur von dem dafür eingeteilten Personal und Würdenträgern mit entsprechender Genehmigung besucht werden. Okay. Ich wag's einfach mal. Oh Gott. Das war dein Ende. So nicht. Oh, da unten oben haben wir noch einen. Blöden Schweinepriester, der will's wohl wirklich wissen. Der kommt bestimmt jetzt runter, wetten? Ich bleib mal aufmerksam hier. Nee, der ist sogar geflüchtet. Interessant. Gut, hier gibt's sonst, glaube ich, nichts mehr. Also direkt mal runter. Ich sprinte einfach mal. Hier gibt's bestimmt nichts mehr, oder? Komm, wir schauen mal ganz kurz. Scheinbar nicht. Gut, weg hier. Nähere dich dem Vorsprung und halte Leertaste gedrückt, um zu klettern. Jawohl, das können wir sicherlich. Sokolovs Gesundheitselixier, das können wir auch mal gerne nehmen. Dose mit gepöckeltem Hexenfisch. Dose mit eingelegtem Walfisch. Walfleisch, Entschuldigung. Auch nicht schlecht. Und ein paar Waffen. Warum nicht?
Jetzt haben wir sogar eine nette Pistole. Eine gute Wumme. Ich nehme mich auch nochmal alles gerne mit. Eine Dose. Und jetzt müsste ich, glaube ich, zum Zugang zum Hofgang. Sehe ich das richtig? Jawohl. So, dann schauen wir mal nach, ob wir hier irgendjemanden haben. Oh. Da suchen, glaube ich, welche nach uns. Interessant. Gehen wir mal hier lang. Ich werde dich finden, du Hexenfisch. Verdammt, jemand ist tot. Okay, ich glaube, wir... Ich werde dich finden. Begeben uns mal hier raus. Nimm den Schlüssel vom Gürtel der Wache. So ein Mist. Alarmanglocke, Alarmglocke ist sogar geläutet hier. Wo sind sie? Hi. Schon gewartet. Nix da. Und unser Freund hatte genau den Schlüssel zum Hofgang. Dankeschön. Darauf habe ich nämlich nur gewartet. Und jetzt können wir ab nach oben. Hier waren sogar auch Waffen, die ich interessanterweise übersehen habe. Interessant. Oh, jetzt habe ich sogar gerade R gedrückt, um meine Gesundheit nachzuladen. Und ich dachte, ich könnte sogar mit R irgendwie nachladen, aber dem ist scheinbar nicht so. Gut, ab durch die Tür. Hofgang. Finde den Sprengsatz. Begib dich über den Hofgang zum Verhörzimmer. Finde den Sprengsatz. Betritt das Verhörzimmer. Wartungsteams dürfen den Einzelhaftzellenblock nicht betreten. Es sei denn, sie werden von einem Wachoffizier begleitet. Eskorten durch den Einzelhaftzellenblock müssen vorher geplant werden. Eine Woche im Voraus. Gut, und hier ist scheinbar nichts. Ja, und in dieser Welt können ja viele Einflüsse der Steampunk quasi mit eingeflossen werden. Sprich, es basiert schon ein bisschen sehr auf Steampunk und eben auch sehr viel Fantasy. Nicht, dass ihr euch irgendwie wundert, weshalb das so ein bisschen viktorianisch oder so gestaltet ist. Weil es hier natürlich auch um Industrialisierung geht, in einer Zeit, wo sich eben vieles entwickelt. Und es soll sogar ein bisschen London ähneln. Das werden wir bestimmt im Nachhinein erfahren. Verhörzimmer. Cool. Hier wurden wir sogar gefoltert. Ein Schraubendreher, was wohl damit gemacht worden ist. Ein Hammer. Schön auf die Glocke. Cool, und wer soll er sein? Augustus? Anweisungen des wachhabenden Offiziers. So, und für die Leute, die es lesen wollen, einfach mal Stopp drücken. Ich mache jetzt natürlich Escape. Ist ja natürlich blöd, wenn ich hier alles lesen würde. Audiograph-Spieler. Corvo ist schon wieder bewusstlos. Auch wenn er mehr einstecken konnte als jeder andere beliebige Mann. Wir machen weiter, wenn er aufwacht. Dass er das Geständnis tatsächlich unterschreibt. Ist nicht entscheidend, könnte uns aber später von Nutzen sein. Die Ermordung einer Kaiserin ist wirklich keine Kleinigkeit. Na, ob wir die Kaiserin getötet haben, aber ich finde es interessant. Weil das ja auch zum Teil wie bei The Witcher 2 zum Beispiel ein bisschen basiert. Da man dort natürlich auch beschuldigt wurde, dass man den Königs... dass man den König getötet hätte. Aber wir sind hier nichts. Und jetzt öffnen wir das schöne Tresörchen hier. Und nehmen die Zeitbombe. Alles klar, und jetzt wieder zurück. Gang zum Kontrollraum. Aber Dali. Hi. Überraschungsangriff. Und da kommt noch ein Freund. Das war jetzt nicht sneaky. Gut, jetzt aber. Ist hier noch was? Alles klar, wir sind hier im Außenbereich. Oh, Backe, oh, Backe, oh, Backe. Corvos Hinrichtung ist also morgen, richtig? Ja, aber heute muss schon alles vorbereitet werden.
Ich kann es kaum erwarten, seinen Kopf rollen zu sehen. Anders als manch anderer mochte ich die Kaiserin sehr. Die morgige Hinrichtung darf nur von dem dafür eingeteilten Personal und Würdenträgern mit entsprechender Genehmigung besucht werden. Nichts da. Schlaf gut, Freund. So, den tragen wir auch natürlich und tragen den mal hier ganz schnell weg. Damit das nicht so auffällt, schmeißen wir den am besten mal hier hin. So. Und da in dem Kontrollraum war sogar scheinbar noch ein Wachmann. Oh. Shit. Das war natürlich nicht gut. Ui, ui, ui. Und noch ein Freund von ihm, sein Zwillingsbruder, der auch dran glauben muss. Ja, so sneaky muss ich natürlich noch üben. Also, ist jetzt natürlich nicht die super sneaky Art. Einzelhaftzellenblock nicht betreten, es sei denn, sie werden von einem Wachoffizier begleitet. Es kommt durch den Einzelhaftzellenblock, müssen vorher geplant werden. Eine Woche im Voraus. So viele Münzen hier, wie viel Loot wir schon bekommen. Interessant. Einmal die Türsteuerung. Platziere den Sprengsatz, ist immer noch unsere Aufgabe. Uiuiui. Jo. Das war... Ich bitte um Vergebung. Und nix da. Alle hopp, Kopf ab. Und da blutet sogar das so schön. Wie eine Fontäne. Und ich habe sogar erfahren, dass man sogar den Kopf hier nehmen kann. Oh, tatsächlich. Cool, schmeißen wir das mal ein bisschen hier rum. Yeah. Einwurf. Gut, ich hätte mich genauso gut hier sneaky begeben können. Ja, ja. Wahnsinn, was für eine Atmosphäre. Und jetzt soll man wohl flüchten. Platziere den Sprengsatz. Okay, und einmal kurz Sicherheits... begeben. Flieh durch die äußere Tür. Okay, alles direkt mitnehmen. Jetzt geht's aber Dalli, das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Weg hier. Flieh aus dem Gefängnis von Coldridge. Oh, da unten haben wir schon welche und die wollen wohl auf uns schießen. Shit. Weg hier. Wir müssen schwimmen. Über die Kanalisation, oder? Jawohl. Oh, Backe. Komm schon. Kanalisation von Dunwall. Finde die Ausrüstungskiste in der Kanalisation. Wie viele Leute hat er auf der Flucht getötet? Wer die Kaiserin umbringt, schert sich wohl nicht um ein paar Wachen. Halt's Maul! Sieh dir das mal an. Hier unten war jemand. Vielleicht die Border Street Gang. Pass auf Sprengfallen auf. So wie es aussieht, könnten hier welche sein. Gut, mit etwas Glück erwischt Corvo eine. Hast du Angst? Es ist Zirconia. Da leben nur Kaufleute und Huren. Frischlinge wie du haben ihn nie in Aktion gesehen. Ich sah ihn beim Training gegen drei Männer gleichzeitig kämpfen. Wie ein Wirbelwind. Ich hoffe, dass ich ihn finde. Das hoffe ich auch. Corvo, wenn Sie das lesen, heißt es, dass unser Plan funktioniert hat und Sie aus Coldridge ausgebrochen sind. Eine unserer Kontaktpersonen hat tief in der Kanalisation Waffen für Sie versteckt. Holen Sie sich die Ausrüstungsgegenstände und suchen Sie Samuel auf, der sich am Ausgang dieser Tunnel am Fluss aufhält. Ein Freund, den Sie bald treffen werden. Der mysteriöse Freund, den will ich auch mal sehen. Das ist ein bisschen spektakulär hier gerade. Vor allem gerade auch, wenn man hier so eine Strafe auf sich hat. Denn die Justiz hier im Spiel ist auch nicht gerade prickelnd, gerade zu der Zeit.
Aber das werden wir alles im Nachhinein erfahren. Wow. Was sind das denn für radikale Ratten da unten? Also, das ist mal übel hier. Fast wie Piranhas, würde ich sagen, ne? Eben nur als Ratten. Ups, da habe ich aus Versehen geschossen. Ich glaube, ich könnte auch davon betroffen werden. Rennen wir mal schnell durch, nicht dass wir hier noch angegriffen werden. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Die Ratten kommen sogar hinterher. Ab in die Seuche hier. Oh mein Gott. Das war haarig hier. Eine Rattennummer, die wir nicht unbedingt erleben wollen. Aber ich glaube, diese Ratten spielen sowieso eine besondere Rolle hier. Und wer war hier tätig? Handwerker? Jo, und er ist hier beim Saufen bestimmt hier erstmal eingeschlafen. Gut. Eine Leiche blockiert das Kurbelrad. Alles klar. Dann nehmen wir mal die Leiche und schmeißen sie einmal hier in die Ecke. Und benutzen das gute Kurbelrädchen hier. Sehr schön. Ist natürlich auch noch was. Dose mit eingelegtem Walfleisch und. Nicht schlecht. Ich glaube, ich kann auch die Flaschen hier nehmen. Drücke links, klick, um Gegenstände zu werfen und so die Aufmerksamkeit eines Gegners zu erregen. Cool, das könnte sogar interessant sein. Sollten die Leichen nicht in die Wagen, die sie in den überschwemmten Bezirk bringen? Ach, vergiss es. Viel zu weit. Ich will ja nicht die Seuche holen. Du? Nein. Schützt das Elixier nicht dagegen? Vielleicht. Was soll's? Lass sie uns hier reinwerfen. Sollen die Ratten das machen? Oh, Backe. Das sieht nicht gut aus. Ich bin mir sogar ganz sicher, dass das hier ein bisschen monarchisch läuft. Kaiser, Kaiserin. Ich meine, die Kaiserin wurde ja schon vorhin umgebracht. Zumindest zuvor. Was ist denn jetzt los? Oh, ich dachte schon, die wollen mich hier angreifen. Gut, und ich habe eine sehr, sehr gute Idee. Vielleicht können wir die Leichen hier nehmen und die dann hier runterschmeißen. Dann können wir vielleicht die Aufmerksamkeit der Ratten hier auf die Leiche erregen. Geht's? Super, jetzt schnell durch. Komm schon. Die Nummer muss durchgehen. Okay. Das war ein kurzer Prozess. Achtung, Bürger von Dunburg. Der Attentäter Corvo, verantwortlich für den Mord an unserer geliebten Kaiserin und das Verschwinden von Thronerbin Lady Emily, ist der Staatsgewalt vorübergehend entkommen. Mehrere tapfere Offiziere des Staates starben bereits durch seine Hand. Er muss um jeden Preis gefangen oder getötet werden. Die Leute suchen an uns und die Burschen wollen's wissen. Okay, ich glaube... Was kann ich denn hier machen? Vielleicht ist es ja möglich, dass ich hier über die Kette mich hier hochkletter. Tatsächlich, es klappt sogar. Glücklicherweise. No one will keep us from death. You cannot kill the rat plague. Oh, die Rattenplage. Interessant. Ich glaube, damit werden wir wohl viel zu tun haben. Ich hatte nämlich ein paar Rezensionen zu dem Spiel gelesen. Aber mehr ehrlich gesagt auch nicht. Hier sehe ich gerade wieder Münzen, die ich hier transferieren kann. Münzen über Münzen hier. Ich glaube, diese Münzen werden auch nochmal eine wichtige Rolle spielen. Was ist hiermit? Oh. Oh, das war Stolperdraht. Ups, das war nicht so schlau. Aber es hat auch nicht so viel Schaden gemacht. Okay, was gibt's hier? Münzen über Münzen und ein Totenkopf.
for rent. Projektilwerfer. Gehen wir mal hier schnell durch. Ich glaube, ich vergeude hier mir nur meine Zeit hier. Was war das denn jetzt? Hier war wieder etwas. So ein Mist, ich blindfisch hier. Ich sollte mal ein bisschen aufmerksamer sein. Und hier ist unsere versteckte Ausrüstung, die wir suchen. Seien Sie gegrüßt, Corvo, oder sollte ich kaiserlicher Schutzherr sagen? Das waren Sie doch, bevor der Titel Ihnen fälschlicherweise genommen wurde. Wir sind Diener des Kaiserreichs und der wahren Kaiserin, eine Gruppe von Kaisertreuen, die sich sehr gerne mit Ihnen treffen würde. Nehmen Sie diese Waffen. Für Sie aus den feinsten Materialien der Insel hergestellt und treffen Sie sich mit unserem Mann Samuel in der Nähe der Abflussrohre, die in den Wrenhaven führen. Zögern Sie nicht, viel Glück, wir haben ein gemeinsames Ziel. Einen kaiserlichen Schutzherrn. Und die nehme ich natürlich gerne mit hier. Sehr nice. Oh ja. Und wir sehen uns dann in der nächsten Episode, wenn wir dann von dieser Kanalisation zu Samuel entkommen.